Und ich mag das so. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unglaublich gerne ich diese ganze Perry Rhodan-Geschichten mag, wie sehr ich sie verschlungen habe. Ein Oh! Putzroboter bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Putzen. Das ja richtig gut. Können wir uns jetzt mal was angucken? Ha! Reginald Bull, Residenzminister für Liga-Verteidigung. Genau, LFT, die Liga Freier Terraner. Das ist ganz wichtig. Die Tür zu Bullis Büro ist natürlich auch zu. Aber vielleicht finde ich ja da drinnen etwas, das mir weiterhilft. Okay. So, was haben wir hier? Perry Rhodan, terranischer Resident, Ritter der Tiefe. Mist. Die Positronik für die Türöffner scheint Okay. gestört zu sein. Jetzt kann ich nicht einmal mehr in mein Büro. Ja, Wo ist da ein doof. Techniker, wenn man ihn braucht? Muss eingeflogen werden. Adlan, Vorsitzender der USO, Ritter der Tiefe. Gut. Oh, was haben wir hier? Oh. Na, so etwas. Guck mal, hier ist ein Holo. Hallo Perry Rhodan. Willkommen in der Solaren Residenz. Ich bin eine Projektion unseres Residenten Perry Rhodan. Hier siehst du die wichtigsten. Gott sei Dank ist er stillgelegt. So ein Angriff hat manchmal auch seine guten Seiten. Ein Putzroboter bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Putzen. Ach, herrje. Warte kurz. Herzlichen Glühstrumpf. Also, Torrigon, Intrigen der Kosmokraten, deren Tragweite sich meiner Vorstellungskraft entzog, beherrschten die nächsten Jahrzehnte. Okay, ich muss woanders anfangen. Wo denn? Da wäre cool, wenn hier irgendwo eins stünde. Ach, herrje. Diese Kugel, die deine Blicke säumen, geht fort von mir. Andere fliegen zu mir hin, beim Wahrnehmungen sind. Bitte bewahren Sie Ruhe die und einen achten Sie auf gehen, die Anweisungen die des anderen stehen. Sicherheitspersonals. Eile, 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 eile. Okay. Was soll denn das? Aha, wer ist er? Ulan Soso. Soso. So, haben wir hier jetzt eins? Da fängt's an. Guck mal, die Stardust-Mission. Die Stardust, das Raumschiff, mit dem alles begann. Das, ja. Am 20. Juni 1971 nach Christus landete meine Crew und ich mit der Saturn-Rakete Stardust auf dem Mond. Meine drei Begleiter, Reginald Bull, Clark G. Flipper, Dr. Eric Manoli, die waren ja auch noch dabei, und ich stießen nahe des Lunar-Südpols auf menschenähnliche Außerirdische, die Akoniden. Sie erwiesen sich als arrogante, größtenteils degenerierte Lebewesen, die uns Menschen als halbe Tiere betrachteten. Barbaren. Es kostete mich viel Überzeugungskraft, die Schiffskommandantin Thora von unseren und insbesondere meinen Qualitäten zu überzeugen. Und sie wurde, nebenbei gesagt, meine erste Frau. Tada! Am 29. Juni brachte ich die Stardust zur Erde zurück. Wir landeten in der Wüste Göbi. Mit Hilfe von in unseren Besitz gebrachter akonidischer Technik gründeten meine Begleiter und ich die Stadt Terrania City. Die rasch wachsende Metropole wurde zum Brennpunkt aller weiteren Entwicklungen. Bin mal gespannt. Die Sol. Nee. Okay. Schon wieder? Wer schreibt mir denn solche kryptischen Nachrichten? Begegnung mit S. Unsterblichkeit. Das könnte passen. Die in der Milchstraße herrschenden Akoniden duldeten keine Rivalen. Der Macht. Wir Menschen mussten uns lange Jahre vor ihnen verbergen, während wir, vom Willen zum Selbstschutz getrieben, das heimische Sonnensystem zur gut gesicherten Bastion ausbauten. Im Jahre 1976 kamen wir dem kosmischen Rätsel auf die Spur und fanden erstmalig Kontakt zur Superintelligenz Es.
wie das ganz oft irgendwie ausgesprochen wird. Es gewährte mir und einigen Mitstreitern den Zugang zu lebensverändernden Zellduschen und später zu sogenannten Zellaktivatoren. Diese Geräte unerreichter Technologie schenken uns das ewige Leben auf Basis ständiger Zellerneuerung, bewahrten ihre Träger aber nicht vor einem gewaltsamen Tod. Oft habe ich mich gefragt, ob E's Geschenk vereint mit dem Auftrag, die Völker der Milchstraße zu einen, ein Fluch oder ein Segen ist. So. Superintelligenz. Nö. Okay, weißt du was? Dann lesen wir einfach das hier nochmal. Zögern kann man. Langeweile kann man kaufen. Sterben einen langen Tod. Vor Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Schon wieder? Wer schreibt mir denn solche kryptischen Nachrichten? Keine Ahnung. Achso, können wir jetzt das Ding hier vorne auch lesen? Andromeda und die Meister der Insel. Das ist schon mal früher. Mit dem Jahr 2404 begann eine neue Epoche für die Menschheit. Über gewaltige Sonnentransmitter gelang uns der Vorstoß in die benachbarte Andromeda-Galaxis. Ach ja, je. Mars Effect lässt grüßen. Wir trafen auf die Meister der Insel, machtbesessene Wesen, die eine ganze Galaxis in ihrem erbarmungslosen Griff hielten und deren Bewohner versklavten. Umso schrecklicher war die Erkenntnis, dass die Meister der Insel vom Volk der Lemura abstammten. Die Lemura waren die ersten Menschen, die bereits 50.000 vor Christus auf der Erde beheimatet waren. Krieg erfasste beide Galaxien. Erst 2406 gelang es uns, den Sieg davon zu tragen und den Völkern Andromedas die Freiheit zu bringen. So. Wir lesen es jetzt einfach alles mal so durch. Zögern kann man. Langeweile kann man kaufen. Sterben einen langen Tod. Vor ihnen ihre Lieben. Denn Liebe ist der Augenblick zu lang. Drum eile, eile, eile. Ich glaube, das Spiel versucht uns etwas zu sagen. Ich verstehe nur nicht, was. Schon wieder? Wer schreibt mir denn solche kryptischen Nachrichten? Im Dishol, im Jahr 3540, wurde ein terranisches Raumschiff in Betrieb genommen, das zur Legende werden sollte. An Bord des 6 Kilometer langen Raumes, 6 Kilometer langen Raumes, wurde Geschichte geschrieben, sei es aufgrund seiner jahrhundertelangen Odysseen, die wechselnde Besatzung auf der Suche nach der Erde auf sich nehmen mussten, sei es aufgrund seiner Rolle als Botschafter einer befriedeten Menschheit, oder sei es als Mittel zum Zweck, das mitunter sogar im Dienste der Kosmokraten stand. In der wechselhaften Geschichte Terras mag es größere und kampfkräftigere Schiffe gegeben haben, doch Symbolkraft und Nimbus der Sol blieben unerreicht. Achtung, die Abwehr der Solaren Residenz wurde mobilisiert. Zur allgemeinen Sicherheit bitte Flure und Korridore freihalten. Das ist keine Übung. Bitte bewahren Sie Ruhe und achten Sie auf die Anweisungen des Sicherheitspersonals. Ja. Jahrtausendsprung der Schwarm. Sternenreiche, die nach Unabhängigkeit von der Erde strebten, entwickelten sich während des nächsten Jahrtausends. Bruderkämpfe waren an der Tagesordnung, Atlan und ich hatten alle Hände voll zu tun, die Interessen einzelner Machtverbände unter einen Hut zu bekommen. Die Ankunft des Schwarms kennzeichnete das Ende dieser Expansionsphase. Die Völker der Milchstraße wurden in Geschehnisse gerissen, die unsere Vorstellungen von den hohen Mächten des Universums sprengten. Wir erfuhren, dass es Wesen gab, die weit über einer Superintelligenz wie Ace standen, Materiequellen, Kosmonukleotide, die endlose Armada und Kosmokraten wurden zu Begriffen, deren Inhalte wir erforschen mussten. Die Sekunden, die deine Blicke säumen, gehen fort von dir. Andere fliehen zu mir hin, beim Warten ohne Sinn. Die einen gehen, die anderen stehen. Eile, eile, eile. Schon wieder? Wer schreibt mir denn solche kryptischen Nachrichten? Keine Ahnung, Superintelligenz. Das Ende des Jahres 3587 markierte zugleich einen Neubeginn. Mit der neuen galaktischen Zeitrechnung begannen wir im Stillen die Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit der negativen Superintelligenz Seth Apophis.
von der ich im Gespräch mit S erfahren hatte. In den Jahren 424 bis 427 neue galaktische Zeitrechnung kam es zum offenen Kampf, in dessen Folge die Menschheit immer tiefer in den Strudel kosmischer Konflikte gezogen wurde. Ich erhielt ebenso wie Atlan den Status eines Ritters der Tiefe zuerkannt. Dieser Orden dient den Kosmokraten im Kampf gegen die Mächte des Chaos. Seit meiner Weihe im Dom Keshchan haftet mir eine psionische Aura an, anhand derer mich besonders begabte Lebewesen erkennen können. Irgendwann verweigerte ich die Zusammenarbeit mit den Kosmokraten und beschloss, einen eigenen Weg zu folgen, den dritten Weg. Du und deine drei. Die drei ist echt das, ja, nein, Mist. Okay, So, was haben wir hier? Bitte nicht wieder so ein Video. Die Solare Residenz. Die Solare Residenz ist Sitz der terranischen Regierung und ihres galaktopolitischen Arms der Liga Freier Terraner. Sie gilt als das neue Wahrzeichen von Terrania und wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts neue galaktischer Zeitrechnung errichtet. Sie schwebt im Residenzpark im Herzen der Stadt, genau 1 Kilometer über einem künstlich geschaffenen See. Mile High Club, ne? Sie ist 1010 Meter hoch und besitzt am Ende ihres Stiels 5 Blütenblätter, die diesem Monument terranischen Gestaltungswillens auch bei die liebevolle Bezeichnung Stahlorchidee geben. Die Sicherheit aller Mitarbeiter der Solaren Residenz ist gefährdet. Zur Evakuierung der oberen Stockwerke befolgen Sie bitte den Notfallplan. Das ist keine Übung, höchste Gefahrenstufe. Doch ihre glänzende Außenhaut aus Taretstahl verbirgt eine bionische Konstruktion. Deswegen war oben auch der Bioniker. Ihre Wände sind supraleitend wie Pflanzenfasern, stabil wie Waben und biegsam wie Gräser. Sie wurde von dem siganesischen Bionik-Ingenieur Ulan Soso in enger Zusammenarbeit mit Mikroingenieuren des Volkes der Swoon erdacht und von terranischen Bionikern geschaffen. Außerdem ist sie als Rückzugsort und Symbol unserer Heimat Ausgangspunkt vieler Abenteuer, die mich immer wieder in die Tiefen des Weltalls führen. Torrigon, Intrigen der Kosmokraten, deren Tragweite sich meiner Vorstellungskraft entzog, beherrschen die nächsten Jahrzehnte. Die Verantwortung für alle Menschen lastete schwer auf mir. Ich beschloss, auf ein Angebot der Superintelligenz Es einzugehen und die Milchstraßenvölker in das sogenannte Torrigon einzubringen. Diese Bewegung wurde von mehreren Superintelligenzen initiiert. Der Machtkampf zwischen Kosmokraten und Chaotarchen sollte unterwandert und Orte der Neutralität sollten geschaffen werden, in denen sich das Leben unabhängig von höheren Mächten entwickeln konnte. Der Plan misslang. Neulich drohten wir Menschen, zwischen Gut und Böse zerrieben zu werden. Noch immer sind die Nachwirkungen dieses ewigen Streits zu spüren. Die Möglichkeit zur Raumfahrt und damit zur weiteren Ausbreitung des Lebens wurde durch die Kosmokraten drastisch eingeschränkt. Vielleicht warten wir noch andere schreckliche Fahnen auf uns Terraner. Vielleicht beginnen sie gerade jetzt, ihre Wirkung zu entwickeln. Jo. Langeweile kann man kaufen. Sterb einen langen Tod vor ihnen, ihre Lieben. Denn Liebe ist der Augenblick zu lang. Drum eile, eile, eile. Eilt euch, Hobbitze, eilt euch. Jo, ich will das lesen. Schon wieder? Ja. Wer schreibt mir denn solche kryptischen Nachrichten? Monos. Als Leiter einer Expedition gerieten ich und meine Gefährten während der Rückreise von der sterbenden Galaxis Tarkan in ein sogenanntes Stasisfeld. Wir konnten die Bedeutung dieses Phänomens erst richtig einschätzen, als wir freigegeben wurden und rings um uns 695 Jahre vergangen waren. Ihr seid ja witzig. Und 695 Jahre war da einfach mal die Erde. Ach so, deswegen gibt es dann auch wahrscheinlich sowas wie Solarminister Julian Tiffler und sowas. Ich verstehe. Dunkelheit war über die Milchstraße gekommen, eine unbekannte Macht hatte die Galaxie gegen Eindringlinge von außen abgestürmt und ihre Völker unterdrückt. Es sollte 5 Jahre dauern bis zum Jahr 1147 NGZ, bis wir Monos, den Unterdrücker getötet und die geknechteten Milchstraßenvölker befreit hatten. So, letzter. Ha, so, guck mal, Atlan. Im Jahr 2040 begegnete ich erstmals Atlan, dem Akoniden, der 10.000 Jahre in fast durchgehendem Tiefschlaf auf der Erde verbracht hatte. Auch er trug einen Zellaktivator. Das ist spannend. Ah, okay, warte mal. Es hatte Perry Roden, beziehungsweise Perry Roden gesagt und Crest die Zelldusche verwehrt.
später erst den Zellaktivator gegeben. Atlan hat den Zellaktivator schon eher bekommen, also ich meine 10.000, also mindestens 10.000 Jahre früher. Allerdings hat Ace auch Krestis die Zelldusche deswegen verwehrt, weil sein Volk sich als nicht würdig erwiesen hat. Oder sowas in der Richtung. Das ist spannend. Okay. Unser erstes Zusammentreffen verlief unglücklich. Doch über Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelten sich gegenseitiger Respekt und tief empfundene Freundschaft. Auch heute noch, 3000 Jahre danach, zählt Atlan neben Bully Reginald Bull zu meinen engsten Vertrauten. Gemeinsam gelang es uns, den sogenannten Robotregenten auf Arkon abzuschalten und Atlan als Imperator des akonidischen Volks einzusetzen. Später gründete er die United Stars Organization, kurz USO genannt, eine galaxisweit agierende Feuerwehr, die immer dann einsprang, wenn die offiziellen Behörden der galaktischen Machtblöcke nicht mehr weiter wussten. Auch das ist spannend. Warte mal, ist er denn jetzt noch Imperator von Arkon? Weil, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt es zumindest in dem Sternozeanzyklus auf Arkon einen Regenten, der Terra bzw. dem Sol-System und den Terranern, also der Liga freier Terraner, nicht wirklich wohlgesonnen ist. Hallo Peri Rodan, willkommen in der Solaren Residenz. Ich bin eine Projektion unseres Residenten Peri Rodan. Hier siehst du die wichtigsten. Gott sei Dank ist er stillgelegt. So ein Angriff hat manchmal auch seine guten Seiten. Gut, schade, scheint nicht so viel gebracht zu haben. Lass mal gucken, hat sich irgendwas getan? Das Terminal, mit dem die Putzroboter an anderen gesteuert werden, ist defekt. Ich habe Bündiger auf der Außenplattform damit beauftragt, dass ich damit auskenne. Vielleicht kann ich mit seinem Thermoscan-Brille, mit der er die bestätigen, auch so mal ausleihen. Achso, ja, das versuchen wir auch gleich mal. Stimmt. Aber vorher. Ist das hier Mondras? Mondras Büro? Jawohl. Seit unser gemeinsamer Sohn DeLorean nicht mehr bei uns ist, waren wir eigentlich nur noch gute Freunde. Doch seitdem ich weiß, dass sie in Gefahr ist, haben sich meine Gefühle für sie geändert. Naja, man kann es ja mal probieren. Aber. Nein. Okay. Mal sehen, wohin mich dieser Transmitter bringt. Residenzparlament. Das ist keine Übung. Höchste Gefahrenstufe. Und das ist nicht das Residenzparlament. Halt, Resident Rodan. Was Hallo? Zum? Das hier ist höchst gefährdete Sicherheitszone. Der Luftraum über Terrania ist nicht sicher. Mhm. Was ist hier passiert? Mondra Diamond ist entführt worden. Was? Ach, das war Mondra. Wer hat das getan? Wissen wir noch nicht. Die Roboter, die den Anschlag verübt haben, schienen aber nicht terranischen Ursprungs. Keine uns bekannte Bauart. Was ist mit den Transmittern? Ein Teil der Steuerung der Hauptpositronik wurde getroffen. Nur die zuletzt angesteuerte Station ist aktiv. Wir arbeiten dran, Resident. Aber du musst jetzt bitte wieder gehen. Ich habe meine strikten Order. Ja, von Bully. Wenn's denn sein muss. Gut. Das heißt, wir verpieseln uns dann nochmal River. Ich will jemanden finden, mit dem ich wirklich reden kann. Hallo? Ha, da hat doch gerade was aufgeflackert. Das war doch mal grün. Achso, gucke mal. Ja? Hallo? Da passiert nichts. Das ist Cookies Büro. Cookie ist nicht da, aber seine Tür scheint beim Angriff beschädigt worden zu sein. Ja, das ist so wie alle anderen Brillen, Türen auch. So. So, also hier ist der Kollege Bionica. Mal gucken. Dann, Resident, ja. Das ist der erste Tag in meinem Leben, an dem du mir begegnest. Und dann gleich so häufig. Schade, dass die Umstände so unglücklich sind. Ja, gib mir deine Brille. Aber Resident, jeder Bioniker weiß um die Bedeutung von Ulan Soso für die Solare Residenz. Das ist schön. Mondra Diamond. Mondra. Nein, Sir. Tut mir leid. Da muss ich passen.
Resident. Das ist der Resident. Das Sie scheinen nicht gerade leichtes Geschütz aufgefahren zu haben. Taritzstahl ist ja kein Brötchen. Resident, das ist der erste Tag in meinem Aha. Leben, an dem du mir begegnest. Und dann gleich so häufig. Schade, dass die Umstände so unglücklich sind. Ah, okay. Eigentliches Ziel des Angriffs von extraterrestrischen Robotern war die Entführung Mondras auf der Terrasse der Residenz, aber der Zutritt dorthin wird mir aus Sicherheitsgründen verweigert. Ich muss die Soldaten ablenken, wenn ich mich selbst dort genau umsehen will. Das, Das ist, Hat der jetzt eigentlich so einen Hansel geschickt?